Wir haben einen unerwarteten Gast, Entseelter. All meine Versuche, Sai-Sahan mit der Kugel der Zwiesprache zu finden, waren nicht vom Erfolg gekrönt, weshalb ich mich dazu entschied, es mit einem direkteren Ansatz zu versuchen. Also habe ich sie zu ihrem eigentlichen Zweck benutzt und bin mit Abnur Tan in Verbindung getreten. Er hat eingeräumt, dass er weiß, wo Sai-Sahan ist, aber er will den Ort nicht preisgeben. Er verlangt, mit euch zu sprechen, persönlich. So sehen wir uns wieder, Entseelter. Ich möchte mit euch über ein paar durchaus dringliche Dinge sprechen. Manimako und sein elender Meister haben finstere und schreckliche Pläne für diese Welt. Wenn ihr sie aufhalten wollt, müsst ihr das Amulett der Könige finden. Doch um das Amulett zu finden, müsst ihr erst Sai-Sahan ausfindig machen. Natürlich weiß ich das. Und vielleicht bin ich sogar gewillt, diese Information mit euch zu teilen. Für den rechten Preis. Wenn Manimako von unserer Unterhaltung erfährt, wird er mich hinrichten lassen. Ich bin eine Gefahr für ihn. Ich weiß zu viel. Daher bitte ich Abnur Tan, Kanzler des Ältestenrats, Herrscher über Nibenai, formell um Asyl. Sehe ich aus, als ob ich zu Scherzen aufgelegt wäre? Es gibt einen Punkt, an dem selbst die Treue eines Patrioten über Gebühr beansprucht wird. Wenn die Dinge, die er getan und gesehen hat, mehr sind, als er ertragen kann. Wenn ich das nur könnte. Bedauerlicherweise bin ich aber gewissermaßen in Gefangenschaft und müsste dringend gerettet werden. Mein Vorschlag lautet daher wie folgt. Wenn ihr mich aus Manimakos Festung rettet und mir Asyl gewährt, werde ich euch im Gegenzug Sai-Sahans Aufenthaltsort verraten. Das könnt ihr nicht. Und es wäre töricht von euch, mir vollkommen zu vertrauen. Doch es ist nun einmal so, dass ihr mich brauchen werdet, um Sai-Sahan zu finden, während ich wiederum meinen Kopf auf den Schultern behalten muss, um für den Fortbestand des Kaiserreichs zu sorgen. Wir haben beide keine andere Wahl. Karl hat recht. Wir haben in der Sache keine große Wahl. Ihr könnt das nicht ernst meinen. Wie können wir ihm überhaupt vertrauen? Wie unser Besucher so wortgewandt sagte, können wir es nicht. Aber wenn wir Sai-Sahan finden wollen, müssen wir. Geht mit dem entseelten Lyris. Rettet Tan. Gebt ihm die Chance, sich selbst zu beweisen. Er könnte euch überraschen. Ihr scheint in Bitterarm angekommen zu sein, einer Barackensiedlung der Seelenberaubten vor Manimakos Schloss. Glücklicherweise ist Manimako gerade mit einem Botengang für den dädrischen Fürsten beschäftigt. Die Garnison des Schlosses ist nicht im Alarmzustand, daher sollten wir nur auf begrenzten Widerstand stoßen. Das Haupttor ist verschlossen, aber es gibt zweifelsohne andere Wege, die man nehmen kann. Ihr seid hier der Held, oder etwa nicht? Lasst euch etwas einfallen. Was für ein Skeva. Lasst euch etwas einfallen, sagt er. Ich fasse es nicht, dass wir unser Leben aufs Spiel setzen, um diesen skewigen Horker zu retten. Raffinesse und Heimlichkeit sind angebracht. Wir wollen ja nicht die ganze Schlosswache am Hals haben. Und meinte er nicht, das hier wäre eine Siedlung von Seelenberaubten? Vielleicht können wir jemanden finden, der sich hier auskennt. Versucht nicht weiter aufzufallen. Wir sind gerade erst von hier freigekommen. Das Letzte, was wir brauchen können, ist, dass man uns wieder einfängt. Famazar wünschte nur, dass er seine Waren hätte.
Selbst Würmer brauchen neue Kleider, oder? Mit den Füßen zuerst. Das ist der schnellste Weg hinein. Fragt Cadwell. Dieser verrückte Bastard scheint hier jeden Winkel zu kennen. Aber beeilt euch lieber. Ich habe gehört, sie hätten ihn gerade erst in ein Gebäude am Wasserlauf gejagt. Warum bin ich nicht überrascht, Cadwell hier zu finden? Er kommt auf jeden Fall viel rum. Ich glaube, dafür fällt uns auch eine andere Verwendung ein. Was macht ihr? Eindringlinge! Blitz, genau zur rechten Zeit, würde ich mal sagen. Lyris bezaubernd wie immer. Und ihr seht ganz schön fidel für jemanden aus, der, wie soll ich sagen, im seelischen Bereich etwas schwach aufgestellt ist? Wo immer die Kräfte des Bösen den Unschuldigen schaden, wo immer Seelen gestohlen und ihrer Körper beraubt werden, wo immer die Menschen um Gerechtigkeit flehen, dort bin ich. Ich meine, diese ganze Sache von wegen ewiger Knechtschaft ist doch schon ziemlich übel, oder? Bei die Bellas Strumpfband. Warum das? Eine herrliche Anlage, keine Frage. Aber sie ist völlig von wütenden Kultisten überlaufen, die doch recht große Waffen dabei haben. Ich verstehe. Eine Rettung also. Nun, das ist natürlich ein ganz anderes Paar Stiefel, nicht wahr? Es gibt da eine Zisterne, deren Abfluss zum Wasserlauf führt. Die Tür ist verriegelt, aber so etwas hat mich noch nie aufgehalten. Warum trefft ihr mich nicht dort und wir schauen uns das mal an? So kommen wir vielleicht am besten hinein. Dieser Ort riecht wie ein toter Schlachterfisch. Ihr haltet gut mit. Ich kann Trödler nicht ertragen. Dieses ganze verflixte Schloss steht auf einem Meer aus irgendeinem Kram, aus dem sich das Vergessen zusammensetzt. Die Dädra benutzen Rohre, um den Fluss dieses ganzen Zeugs zu kontrollieren, aus dem es als Dampf austritt. Nun, die meisten Türen hier werden durch den Druck dieses Dampfes verschlossen. Es ist alles ziemlich kompliziert, aber kurz gesagt,
Wenn ich ein wenig an den Rohren herumbasteln kann, können wir die Türen in die innere Feste öffnen und ihr könnt euch hineinschleichen. Nun, ich kann mich um das Herumbasteln kümmern, aber ihr werdet mir die Viecher vom Leib halten müssen. Das wird ein ganz schönes Gerangel. Seid ihr dabei? Weiter! Haha! Lange Schritte! Kommt schon! Damit kommt ihr ohne großen Aufwand hinein. Können wir das? Seid ihr ja. So schnell ihr wollt. Ihr habt sogar noch Zeit für etwas Tee. War mir ein Vergnügen. Nichts zu danken. Die kleinste Kleinigkeit. Wahrlich. Ihr findet diesen Tarn an der Spitze des Turms der Knochen. Ihr werdet euch auf den Weg durch das Herz der Feste machen müssen, um an ihn heranzukommen. Aber es ist nicht sehr weit. Soweit ich weiß, hat ihn der König der Würmer damit beauftragt, alle Seelensteine zu inspizieren, die ihren Weg ins Schloss finden. Und das sind, alle Seelensteine. Auf dem Gelände stehen überall Kisten davon herum. Tatsächlich? Nun, vielleicht nehme ich euch beim Wort. Aber Sicherheit geht vor. Ich werde fürs Erste hierbleiben und dafür Sorge tragen, dass nichts von hinten kommt, um uns unser kleines Abenteuer zu versauen. Sir Cadwell hat es wieder geschafft. Der verrückte Ritter wird mir langsam sympathisch. Sollte ich mir Sorgen machen? Nein, hört mich an. Wie viele Tarns braucht man, um ein Kaiserreich zu werden? Würdet ihr still sein? Ich versuche hier zu arbeiten. Keinen. Die auf dem Thron ist ein Einfallspinsel und der im Turm hat keinen Nutzen mehr. Das ist nicht einmal lustig. Zurück an die Arbeit. Außenrum!
Ihr, beeilt euch! Die Würmer rücken vor. Da seid ihr ja. Ich glaubte schon fast, man hätte euch gefangen genommen. Wir haben da wohl ein kleines Problem, fürchte ich. Die Tür an der Spitze des Turms ist durch eine Zauberbarriere verschlossen. Ich habe schon zuvor gesehen, wie die Würmer ähnliche Hexereien einsetzten. Die Barriere wird euch zu Asche verbrennen, wenn ihr sie berührt. Ich habe da einen Vorschlag. Die Fleischatronachen, die in den Gängen des Schlosses patrouillieren, werden in einem Labor ganz in der Nähe der geschützten Tür zusammengebaut. Wenn ihr euren eigenen Atronachen erschafft, müsst ihr euren Befehlen gehorchen. Ihr könntet ihn zwingen, durch die Barriere zu brechen. Das ist ein ganz simpler Vorgang. Jedes fünfjährige Kind könnte ihn schaffen. Leider haben wir kein fünfjähriges Kind zur Hand. Deshalb werde ich euch wohl Schritt für Schritt anleiten müssen. Ihr braucht zunächst ein paar ordentlich große Batzen Fleisch, bringt sie ins Labor. Ich nehme dann dort mit euch Kontakt auf. Also eines kann ich euch sagen. Nächste Woche gehe ich ganz sicher nicht zum Schlachter. Bedeutet das, dass die Leichenteile nicht ganz so schrecklich stinken? Nicht so leicht übel, aber hier bin ich auf dem besten Wege dazu. Nicht vorstellen, wie sich die Würmer an so etwas gewöhnen können. Nicht sehr groß, oder? Na gut, wirkt jetzt das Ritual aus dem Buch. Nekromanten aus euch. Es ist nicht mehr weit, durch die Tür und zum Gipfel.
Ich kann nicht gerade sagen, dass ich mich darauf freue, Tarn wiederzusehen. Unerträgliche Würmer. Ich arbeite so schnell ich kann. Treffen wir uns also endlich einmal persönlich. Ihr seht kleiner aus als eure Projektion. Und keinen Augenblick zu früh. Wenn ich noch einen einzigen verdammten Seelenstein hätte inspizieren müssen, hätte ich mich von diesem Turm gestürzt. Eine verständliche Frage. Ich weiß Dinge. Dinge, die euch helfen können. Lasst mich euch den Mund ein bisschen wässrig machen. Manimako tut das alles nicht, um Molag Bal zu dienen. Sein schlussendlicher Plan ist es, eine Intrige gegen den Gott der Intrigen zu spinnen und seinen Platz einzunehmen. Das Amulett der Könige ist der Schlüssel zu allem. Warum glaubt ihr, dass er Sai-Sahan entführt hat? Er foltert ihn. Er versucht, ihn dazu zu bringen, das Versteck des Amuletts zu offenbaren. Ah, genau. Manimako glaubt, er könne die Essenz Molag Bals einfangen und seine Macht in sich aufnehmen, wenn er das Amulett in die Hände bekommt. Er will selbst ein Gott werden. Ich würde das Leben gerne noch weiter besprechen, doch dies hier ist wohl kaum der richtige Ort dafür. Bringt mich erst in Sicherheit, dann erzähle ich euch den Rest. So hatten wir es doch vereinbart, oder nicht? Wartet, habt ihr das gespürt? Ganz ruhig, Tarn. Verratet meine Geheimnisse nicht. Geht auf euer Zimmer, Abdur. Ich werde bald mit euch reden. Ah, liebe Lyris, eure alte Stelle in der Gießerei ist noch zu haben. Wir geben euch sogar eure eigenen unzerbrechlichen Ketten. Und ihr, der Dorn in meinem Fleische, der Stein in meinem Schuh, wie stark seid ihr? Sollen wir eure Grenzen ausloten? Zieht den meisten Opfern die Energie. Trotzdem kämpft ihr immer noch. Ha!
Kraft überrascht mich. Aber ich frage mich, wie viel ihr noch ertragen könnt. Animako, ihr wagt es, den Kanzler des Ältestenrats anzugreifen? Seine Kraft schwindet, Entseelter. Schlagt ihn nieder, während er sich auf mich konzentriert. Wie könnt ihr mich betrügen, Tarn? Euer Leiden wird unendlich sein. Nicht lange körperlos bleiben. Sein Bewusstsein wird eine Weile haltlos umhertreiben, aber das war's dann auch schon. Weil Manimako in seinem Größenwahn ein Gott werden will. Er schert sich nicht um das Kaiserreich. Er will nur Macht. Ich habe mich ihm noch nie im Kampf gestellt. Er ist wesentlich mächtiger, als ich gedacht hätte. Na nun gut. Für Reue ist es zu spät. Mitgehangen, mitgefangen. Das Wichtigste zuerst. Wir müssen hier lebend herauskommen. Wir können ganz sicher nicht auf dem gleichen Weg zurück, auf dem wir hineingekommen sind. Ich würde vermuten, dass sie schon auf dem Gelände sind. Ein Stück den Weg hinunter gibt es einen Müllschacht. Er ist ziemlich tief, aber wir werden den Sturz wahrscheinlich überleben. Die hässlichste Prinzessin sein, die je aus einem Turm gerettet wurde, Tarn. Ich bin schockiert, dass eure fehlende Bildung und die wiederholten Kopfschläge euren Verstand nicht geschwächt haben, Titanenkind. Hallo nochmal. Sucht ihr einen Ausweg? Nur einen Moment, dann ist es offen. Arkai, behüte uns. Ihr seid ja so angeschlagen wie ein Pfirsich in einem Sack voller Steine. Der gute alte Wagemut, nicht wahr? Sei's drum. Ihr werdet wohl einen Fluchtweg brauchen, nicht wahr? Ehrlich gesagt ist das ebenso meine Art. Wir sollten uns wahrscheinlich sputen. Das ganze Schloss ist wegen des Lärms gereizter als ein ganzer Sack voll Hornissen. Mit euch kommen? Ihr meint, ich soll Kalthafen verlassen? Ich weiß nicht. Es ist schon eine ganze Weile her, seit ich die Welt gesehen habe, die ich damals zurückließ. Meint ihr, dass das klug wäre? Nun, dann hätten wir das ja geklärt. Und ihr braucht schließlich auch jemanden, der euch hier herausführt. Vorwärts! In die Rutsche, macht schon! Ah!
Schnell, ich habe noch ein Portal geöffnet. Beeilt euch! Meine Güter, meine Titel, selbst mein Leben, all das habe ich verwirkt. Und alles nur zum Erhalt des Kaiserreichs. Ich schwöre bei allen Göttern, dass man Imago teuer dafür bezahlen wird. Natürlich, ich bin Abnur Tarn. Es braucht schon etwas mehr als ein paar hirnlose Kultisten, um diese alten Knochen durchzuschütteln. Nun gut, wo waren wir? Um ehrlich zu sein, kenne ich den genauen Ort nicht. Aber ich weiß, dass er Manimacus Gefangener ist und dass der König der Würmer versucht, ihm das Versteck des Amuletts zu entlocken. Ruhig, ruhig. Lasst mich das klarstellen, bevor ihr die Fassung verliert. Ich weiß nicht genau, wo er ist, aber ich kann es herausfinden. Ich brauche nur ein bisschen Zeit. Was? Ihr Schwein! Ja! Seid ihr verrückt? Weg von mir, bestialische Trollfrau! Lyris, haltet euch zurück. Er hat uns von Anfang an nur angelogen. Es ist mir egal, was er sagt. Er wird immer Manimacos Speichellecker sein. Bitte. Manimako will mich tot sehen. Habe ich vorgegeben, vor ihm zu kapitulieren? Ja, das habe ich. Wisst ihr überhaupt, wie viele Leben ich dadurch gerettet habe? Das Einzige, was ihr gerettet habt, war euer Besitz und euren eigenen Hintern, Wichtigtuer. Genug. Abnur hatte keine Wahl, Lyris. Und wir sind an unserer eigenen Täuschung schuld, nicht wahr? Es ist Zeit für den Entseelten, die Wahrheit zu erfahren. Was ist das? Der Entseelte weiß es nicht? Das ist köstlich. Nicht, Herr. Entseelter. Bis jetzt kennt ihr mich nur als Prophet. Aber das ist nicht mein wahrer Name. Ich bin Varen Aquilarius. Unser gefallener Kaiser in den zerrissenen Kleidern eines Mottenpriesters, blind wie ein neugeborenes Kätzchen. Es tut mir leid, dass ich euch getäuscht habe, Entseelter. Ihr seid wütend, wie nicht anders zu erwarten war. Das war ich einst, aber ich bin es nicht mehr. Mein Name ist Varen Aquilarius. In Wahrheit fürchtete ich, ihr würdet mich an Ort und Stelle töten, wenn ihr erfahren hättet, wer ich bin. Ihr hättet euch gewiss nicht so bereitwillig mit uns verbündet. Ich bin dafür verantwortlich, für all dies. Falls Molag Baal diese Welt vernichtet, so ist dies einzig und allein meine Schuld. Ihr dürft Lyris keine Schuld geben. Sie tat nur, was ich ihr sagte. Sie schwor, mich zu beschützen, doch sie ist doch eure Verbündete. Das verspreche ich euch hoch und heilig, Entseelter. Sobald all dies vorüber ist, könnt ihr mein Leben beenden, falls ihr dann immer noch so hart über mich urteilt. Ich werde mich nicht dagegen wehren. Wir müssen Zaisahan finden. Alles hängt davon ab. In dieser Angelegenheit nichts. Abnur und ich müssen uns unterhalten. Wir nehmen später wieder Kontakt zu euch auf, sobald wir weitere Informationen haben. Ich habe Abnurs Treuebruch nicht vorhergesehen. Aber es ist mir durchaus recht. Manimarco fürchtet ihn. Und das aus gutem Grund. Er kann uns helfen. Dessen bin ich mir sicher.